So, willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordor Schatten. Wir wollen Häuptlinge töten. Beziehungsweise Häuptlinge durch unsere Häuptlinge ersetzen. Und dafür müssen wir diese Mission hier machen. Genau. Und dafür müssen wir erstmal hier hinreisen. Genau. So. Nämlich wollten wir... Ich muss ganz kurz mich orientieren, wo wir waren. Tut mir leid. Genau, wir wollten hier mit unserem Hauptmann, wollten wir den Leibwächter von diesem Häuptling töten. Ganz genau. Das ist es auch schon. Genau das wollen wir. So, auf geht's. Ich bin gespannt. Hier gibt es auch noch eine kleine Mission, um Machtpunkte zu holen, aber die machen wir jetzt erstmal nicht. Das, was wir jetzt machen, ist, wir holen uns erstmal das Artefakt. Und dann töten wir den anderen Hauptmann, den anderen Leibwächter. Das ist wichtig. Das ist ein Unterschied, ja? So. Sehr schön. Ein zerstörtes Spinnenei. Na, das muss ja ein super tolles Artefakt sein. Ich spreche mit dem Mund von Sauron, dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser. Und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an dem Morgai fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in Nanungoy aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört deiner Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. Das ist ja krass, dass die Kankra verstoßen haben. Kankra ist ja die Spinne, die Frodo im dritten Teil ein bisschen geärgert hat. Alle Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Ja, das hoffe ich doch. Ich meine, wir können so gut wie jedes Lebewesen kontrollieren und wir sind untot auch noch. Also das ist schon ziemlich tight. So, auf geht's. Entsorgen wir mal den Hauptmann hier. Der steht unseren Plänen fett im Weg. Von all dem Marschieren, ohne etwas zu töten. Ah, das Problem kenne ich. Schauen wir mal, ob der gegen Fernkampf gefeit ist. Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann haben wir ein Problem. Nein, ist er nicht. Sehr schön. Das heißt, wir können ihn eigentlich selbst töten. Ohne irgendwie groß Probleme zu haben. Ja, guck ihn dir an, er will nicht sterben. Ich weiß nicht, soll ich rübergehen und ich glaube, ich bekehre ihn mal und ziehe ihn auf unsere Seite, auf die dunkle Seite der Macht. Komm zu mir. Bro, ich bin dein Vater. So, Momentchen. Zack, ich töte einfach mal alles und jeden. Au, au, au. Oder ich werde getötet, das kann auch ganz gut sein. Hallo Brock. Ich bin nicht überrascht, deine Fratze inmitten dieses Chaos zu sehen. Wäre auch nicht überrascht, dich sterben zu sehen. Oh, das sind ja wieder mal ganz tighte Sprüche hier von dir. Ist ja Wahnsinn. Hack. Halleluja, warum darf ich denn hier niemanden töten? Was ist denn los hier? Was soll das denn? Das reicht mir aber hier. Wo ist denn eigentlich unser Hauptmann? Ich verrecke hier schon langsam. Was geht denn ab? Zappalot hier. Oh Mann, das ist kein schlechter Hauptmann. Den würde ich am liebsten echt zu uns auf die Seite ziehen, aber vorher muss ich seine ganzen Leute aufpacken. Wir sehen uns wieder, Waldläufer. Du bleibst hier, Freundchen. Na gut, dann musst du sterben. Tut mir leid. Ich wollte dich eigentlich am Leben lassen, aber... Jemand, der flüchtet, sowas kann ich nicht gebrauchen, sowas Feiges. Tschüssikowski.
Tschüss, Sikorsky. So stark war er gar nicht. Ha! Nee, der war wirklich nicht stark. Flüchtet ihr jetzt alle oder was ist los? Ja, ihr haut alle ab. Ihr seid Feiglinge. Ist ja Wahnsinn. Ist ja der helle Wahnsinn. Da bin ich ja hellauf begeistert. So. Die brauchen wir noch. Jawohl. Schauen wir mal, was das hier für eine Mission ist. Mächtige Beute. Nee, ich kümmere mich erst darum, dass alle Häuptlinge von mir sind. Alles meine Kinder sind. So, warum hat der denn ein X? Der gehört doch zu mir, oder? Warum hat der ein X? Ach, ich habe ihm mal eine Todesdrohung ausgesprochen. Sehe ich das richtig? Okay. Na gut, macht ja nichts. Ist ja eigentlich egal. Schauen wir mal. So, der hat 3 Leibwächter. Einer davon gehört zu mir. Er hat auch 3 Leibwächter und davon gehört auch einer zu mir. Okay, das bedeutet, wir werden, ja, die Leibwächter halt alle töten. Wir werden die Leibwächter alle töten und dafür müssen wir erstmal zu einem unserer Leute hin, um ihm den Befehl zu geben. Hier ist auch schon einer, das ist sogar ein Häuptling. Das ist ein bisschen OP, meiner Meinung nach. Das ist wirklich ein bisschen OP. Aber wir könnten das auch selber machen. Wir brauchen ja gar nicht hier Mord dauernd an jemanden anschaffen. Wir können auch selber die Leute ermorden. So, das bedeutet, wir killen den. Der muss jetzt dran glauben. Auf Nimmerwiedersehen, Kollege. Wo bist du denn? Du bist da hinten. Hier bist du. Oh, sehr schön. Das ist ja direkt richtig nah. Und der duelliert sich gerade mit einem anderen Hauptmann. Das bedeutet, wir können vielleicht 2 Hauptmänner auf einmal entweder bekehren oder töten. Je nachdem, wie wir gerade lustig sind. Oder ob die flüchten wollen und so weiter und so fort. Das mache ich immer von ganz verschiedenen Faktoren abhängig. Auf jeden Fall werden wir da jetzt eingreifen in das Duell. Und schauen, ob uns das was bringt. Das wird uns auf jeden Fall was bringen. So, liebe Kollegen. Auf geht er. Sind 2 feindliche Hauptmänner, also ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ja, ja, tickt mal aus. Ich werde dir wehtun, aber du kannst mir auch wehtun. Oh, er steht auf sowas. Du bist ein Nichts gegen mich, du dummer Wurm. Okay, auf geht er. Ich bin bereit, mich mit beiden anzulegen. Gar kein Thema. Voll nicht rum jetzt hier. Ich will doch bloß ein bisschen Spaß haben. Das sind ja ganz krasse Sachen, was ihr hier macht. Da muss ich ja übel fett blocken. Euch kann ich gar nicht richtig kontern. So, der nächste stellt sich vor. Unterbrichst einfach das Duell. Du bist ein alter Reimer, hm? Wenigstens bist du kein Schleimer. Oh, what the fuck, der war so schlecht. So, auf die Fresse. Auf die Fresse gibt's jetzt für dich, Kollege. Du kannst ja die Leute vergiften, das ist nicht schlecht. Auf sowas stehe ich total. Vielleicht nehme ich dich in meine Crew auf. Weiß es noch nicht, aber erst muss ich die ganzen Leute hier mal loswerden. Zack. So, am besten, dass nur noch die 2 Hauptmänner übrig sind. Dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, sie zu bekehren. Mit etwas Glück natürlich. So, der Typ mit dem Speer geht mir hier tierisch auf den Sack. Er lebt halt immer noch, ich fasse es nicht. Jawohl. So, dem nochmal das Genick brechen. Schöne Sache. Oh Mann, so jetzt. Jetzt kann ich richtig loslegen. Lass den Scheiß einfach mal bitte sein. Dankeschön. Schauen wir mal, wer von euch hier immun gegen Fernangriff ist.
So, Momentchen. Vielleicht kann ich den jetzt festnageln. Scheiße, jetzt habe ich ihn getötet, ich Trottel. Das ist natürlich doof. Habe ich jetzt den Falschen getötet? Das weiß ich jetzt leider nicht. So, du kommst jetzt in meine Crew. Ich kann nämlich auf jeden Fall noch einen Hauptmann gebrauchen. Ob du willst oder nicht, ist mir völlig egal. Zack, zack. So. Jetzt gehörst du mir, du Arsch. So, komm mal her jetzt. Auf jeden Fall wirst du jetzt gebrannt, ne? Sehr schön. So, komm mal her. Du kriegst gleich mal ein... Oh, fuck. Geh mal auf die Seite. Ich muss hier mal gerade einen Männerkampf austragen. Das ist ein richtiges Monster. So. Jetzt komm mal her jetzt. Was soll denn das? Was machst du, du Trottel? Tötest du deine eigenen Leute? Ich helfe dir doch schon. Ist doch gut. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Hier geblieben, Kollege. Ich brauche nämlich... was brauche ich denn von dir? Auf jeden Fall will ich dich mal auf jemanden loshetzen. Und zwar am besten auf einen Leibwächter von wem? I don't know. So, der hat 3 Leibwächter und 2 davon gehören zu mir, das ist gut. Der hat auch 3 Leibwächter und davon gehören auch 2 zu mir. Das heißt, welchen Leibwächter töten wir? Wir töten den Unbekannten, würde ich sagen. Und den Bekannten töte ich dann. So machen wir das. Wow, der hat eine coole Rüstung. Rasch, Kannibale. Auf geht er. Den machen wir mal kalt. So, zieh Leine, Junge. Erfüll mal deinen Auftrag. Und du lass mich in Ruhe. Sack. Fass es ja nicht. Mischt er sich hier einfach ein. Unverschämtheit ist das. So. Schauen wir mal, wo ist denn die Mission? Wo ist sie denn? Hier ist sie. Jawohl. Da, hier, Schnellreise hin, perfekt. Ist gar nicht weit weg. Super Sache ist das. Super Sache. So. Auf geht's. Erstmal wieder im freien Fall irgendeinen dummen Spruch ablassen. Oh, da ist ein Karagor. Mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen unbedingt. Hier ist nochmal ein Kraut, das brauchen wir auch. Sehr schön. Und runter mit uns. Auch wenn da überall Uruks sind, die uns wahrscheinlich gleich entdecken, aber es interessiert mich jetzt nicht. Da brüllt auch schon der Karagor. Oh, oh, ich glaube, der hat's auf mich abgesehen. So schnell weg hier. An denen schleichen wir uns vorbei, die links neben uns sind. Obwohl, da ist noch ein Kraut. Ich glaube, das Kraut organisiere ich mal schnell. Hallo. Willst du zu meiner Bande gehören? Willkommen im Team. Wir mussten jetzt den Arsch retten, weil da ziemlich viele Gegner sind. Und ich will dich jetzt nicht in die Luft jagen. Ich könnte eigentlich...